Die PlayStation Plus Collection wird eingestellt. Also für alle Sparfüchse da draußen, geht jetzt an eure PlayStation 5 und legt einfach alle Spiele in die Bibliothek. Was ist die PlayStation Plus Collection? Die PlayStation Plus Collection ist eine Sammlung von Spielen, ich glaube circa 30 Spielen, die man bekommen hat, wenn man sich eine PlayStation 5 gekauft hat und dann eben ein PlayStation Plus Konto gelöst hat. Man hat Spiele wie Mortal Kombat, Last of Us, Days Gone etc. Also wirklich sehr, sehr gute Titel. God of War ist, glaube ich, sogar noch dabei. Für mich persönlich gab es so 3-4 Titel, die interessant waren, weil ich die meisten eh schon hatte. Aber für viele Leute war die Sammlung echt mega cool und diese Sammlung wird jetzt quasi weggenommen. Aber ist nicht so schlimm, ja. Also ich habe schon ein paar Kommentare gelesen auf anderen Seiten, wo die Leute komplett durchdrehen und was, die Sammlung wird uns weggenommen, bla bla bla. Ihr könnt die Spiele in dieser Sammlung aktuell noch in eure Bibliothek legen. Also wie bei PlayStation Plus, die Spiele, die jeden Monat rauskommen, legt die einfach in die Bibliothek und dann sind sie dafür immer, solange ihr halt ein PlayStation Plus Konto habt. Ganz einfach. Also die Spiele verschwinden nicht per se oder sind dann kostenpflichtig, sondern sie werden dann einfach nicht mehr in dieser Sammlung sein. Vielleicht sind sie im PlayStation Premium, aber wenn ihr das mit der Bibliothek macht, sind sie garantiert in eurer Bibliothek. Also mein kleiner Tipp für euch: Geht an eure PlayStation 5, legt jedes Spiel in die Spielbibliothek oder halt die Spiele, die euch interessieren. So habe ich es zumindest gemacht. Man weiß ja nie, vielleicht ist ja ein Spiel drin, was einen vielleicht nicht so interessiert, aber so in 2-3 Jahren dann plötzlich doch, wenn man irgendwie eine Serie durchzocken möchte. Oder weil ein Kumpel gerade sagt, hey, ich habe ein cooles Multiplayer-Spiel gespielt, komm, wir spielen mal so einen alten Schinken oder sowas, keine Ahnung. Und deswegen ist es eigentlich halb so wild, dass diese Kollektion aus dem Store verschwindet. Für Leute, die jetzt sagen, hey, ich habe aber keine PS5, mega doof, ich wollte mir nächsten Monat eine holen. Ich glaube, bis zum 9. Mai, falls nicht, werde ich es hier korrigieren, bis zum 9. Mai habt ihr Zeit, diese Kollektion einzulösen. Und wenn ihr euch danach eine PlayStation 5 holt, dann empfehle ich euch, besucht auch einen Freund, Freundin, Bruder, Schwester, keine Ahnung, eure Tante, und fragt doch einfach dort nach, ob ihr euch kurz einloggen könnt, falls sie eine PlayStation 5 haben. Ja, genau. Was sagt ihr zur PlayStation 5 Collection allgemein oder dass sie es jetzt rausnehmen? Also wie gesagt, mich stört es überhaupt nicht. Ja, ist eh in der Bibliothek. Ja, trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.